Das würde ich vermuten, dass du noch zwei Robots brauchst. Da muss ich jetzt mal wieder hier in die Kästen gucken. Ah, hacken, 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 hacken. Wie so ein Holzfäller halt, ne? Naja. Oh. Wir haben hier diese typische klassische Rollenverteilung. Der Mann geht ackern und die Frau ist hockt zu Hause und dekoriert. Ist klar. Ja, ist doch so. Mal herstellen. Sieht witzig aus, deine kleinen Fortschritte. Ja, so ein bisschen. So, jetzt muss ich wieder tappen, weil ich wieder kein Mausradmenü habe. Oh, das ist doch doof. Ich habe doch eine. Ich verstehe das nicht. Was hat XSplit hier für ein Problem? Ja. So. So, Bleiwood, haben wir aber keinen Lumber mehr. Nee, er hatte doch 15 oder 20 Lumber noch rübergebracht. Ja, der sagt zu mir, ihr kann keine Mauer herstellen, weil irgendwie noch was fehlt. Ja, dann geh doch mal an die Kiste. Deswegen, die Kiste war doch voll mit Lumber oder zumindest halb voll mit Lumber. Du warst noch keine 20 Lumber. Also Bleiwood haben wir, aber Lumber haben wir nichts mehr. Komisch, muss man gucken. Da drinnen. Sag mal, wie viele Türen hast du gerade gebaut? 1, 2, 3. Was? Wie viele Türen hast du gebaut? Baust du dir da gerade einen Kleiderschrank oder was im Begehbaren? Ja, genau. Für meine ganze. Hier ist doch noch Lumber. Was ist denn los? Ja, ich hab's gefunden. Ich hab nur in die hinteren beiden. Stresserella hier. Ist kein Lumber mehr da. Sind noch 15 Stück drin. Schon lange nicht mehr, ist also bekannter Name. Ja. Sehr gut. Haben wir eine Mauer? Türrahmen? Nee, brauchen wir doch gar nicht. So. Große Mauer herstellen, dann mach mal. Ja, mach mal. Ich craft noch ein bisschen Lumber und dann noch danach ein bisschen Plywood. Dann gehen wir da Holz machen. Dazu brauche ich aber noch ein Plywood, okay. Ach so, wir haben ja gar kein Codelock. Naja, zumindest haben wir da eine Tür. Die können wir zwar nicht abschließen, aber wir haben eine Tür. Ist doch gut, wird uns nicht kalt. Naja, das ist der Punkt. Ich meine, uns wurde am nächsten geklaut. Es geht ja hier keiner vorbei, also von daher. Es ist ja nicht schlecht und für die ganz wichtigen Sachen haben wir ja oben den Safe stehen. Es ist auch nicht schlecht. Große Mauer herstellen. Sehr spannend, das. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich meine, es ist jetzt kein maßgebliches First-Person-Shooter-Gameplay oder sowas, aber also ich kann mir langweiligere Sachen vorstellen. Das ist doch schön, finde ich. So, jetzt habe ich eine große Mauer hergestellt und jetzt sagt er mir. Ich glaube aber, du brauchst eine Tür und keine Mauer. Türrahmen herstellen, sagt er mir nur. Ja, aber du brauchst keinen Türrahmen, du brauchst eine Tür. Ja, das konnte ich eben nicht. Immer nur Türrahmen. Und dann große Mauern. Dann habe ich eine große Mauer halt. Achso, nee, warte mal. Die upgradest du. Genau. Du gehst da jetzt hin. An der Türrahmen. Und kannst Upgrade Small Door. Und den kannst du dann. Oh, warte. Und kannst den dann upgraden. Ich weiß nicht genau, was du brauchst. Wahrscheinlich auch Holz und Plywood. Du, Small Door aufrüsten.
Genau. Ein Plywood fehlt nur. Warte, ich hab. Okay, dann nicht. Hier holen. Ach so, ja, dann gib her. Was denn jetzt? Ja, hier. Ja, 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 ich bin ja da. Die Kollegen sind da. Ich kümmere mich gleich drum. Wenn du im Kampf bist, kannst du übrigens nicht bauen. Ja, ach so, warte mal. Ich hab gar keinen. Ich mach dir gerade ein Plywood. Doppelt! Das sind deine Zombie-Kollegen. Ja, ich Priester-Kollegen. Weiß. Oh, Priester-Kollegen? Oh, warte mal. Da muss ich ja gleich hingehen. Vater, ich habe gesündigt. Hä? Hier ist doch gar nichts. Also vor der Tür steht jemand. Vor der Tür steht jemand. Ich bin hier gerade einmal um unseren Dolmen rumgelaufen. Achso. Ich habe keine Schuss in meine Magazine. Ich hast du überhaupt irgendwas? Ich nicht. So, Kollege ist weg. Du solltest eigentlich so, dann auf Türe bauen. Türe, 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 Türe. Mal durch. Aufrüsten. Du hast dich gerade angehört, es gab doch mal so einen... In den 90er Jahren, ich weiß, es ist lange her, letztes Jahrtausend, gab es doch mal so einen türkischen Popsänger, der in Deutschland relativ bekannt war. Ja, dann so, Öryam Sügedüm Sügedüm oder sowas. Ja, Öryam Sügedüm Sügedüm. Genau, so hörte sich das gerade an, dachte mir so, Lecco mio. So, jetzt aber hier. Oh, warum sagen die das nicht gleich, das Lumber und Plywood? Das sagen sie dir doch jetzt. Ich meine, das wäre doch voll langweilig, wenn du direkt mit allem dahin gehen würdest. Also irgendwann hast du's. Weil nein, nicht entfernen. Mausrad-Scheiße, wer denkt sich denn sowas aus? Also es ist nur Holz, also von daher ist es nicht so schlimm. Aber es wäre schön, wenn du das vielleicht so handhaben könntest, dass die Tür stehen bleibt. So, Türe ist angebracht. Wir haben eine Tür. Das ist ja der Wahnsinn, ist das ja. Der Pure. Der Pure? Ich hab getrunken gerade. Ich dachte, der Abe. So. Ja, schön. Und du? Ja, du kannst weiterbauen. Du wolltest doch bauen. Wir müssen aber noch mindestens einen Loot-Run oder eine Mission machen, damit du ja einen Grund hast, Salem zu reden. Ach so? Ja. Warum? Ja, hast du doch gesagt. Open Door? Oh, guck mal an. Geht ja. Auf. Und das kannst du halt eben auch mit Garagen und sowas machen. Du kannst richtige Garagen bauen, wo dann die Garagentür natürlich dementsprechend so hoch geht. Und das sieht schon am Ende dann cool aus. Mit Treppen und alles kannst du separat bauen und mich hat gerade der Baum erschlagen. Cool, wir haben eine Tür. Tine Wittler kann sich eine Scheibe von uns abschneiden. Die ist ja Deko-Tante. Ach so, ach, die baut keine Türen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer nur hier make your Eigenheim oder Mod bei Tine Wittler und so ein Gedönse. Bei dem Öffnen der Tür musst du aber aufpassen, du kannst auch von ihr erschlagen werden, wenn du eine... Ich habe... Würdest du bitte mit doppelt STRG deine Waffe senken? Ich habe immer Angst. Dankeschön. Ja, warum die immer getippt ist, das verstehe ich nicht. Ja, weil das Armer ist, das ist halt so. Kann ich die auch irgendwie auf den Rücken tun, solange ich nicht schieße? Nein, du kannst sie nur hier so runternehmen, weil das ist halt Armor. Ach, das ist leider so. Aber du kannst auch die Sidearm wechseln in dem Falle. Oder wenn du gar keine Waffe hättest, könntest du halt eben gar keine Waffe annehmen. Das ist aber in Armor 3 dasselbe, falls du das mal gespielt hast. Da hast du, wenn du eine würde Waffe hast... Würde ich mal gern wegen Altis Life. Aber dafür müsste ich auch Armor 3 kaufen. Ach, altes... Wieso wollt ihr alle altes Live spielen? Das ist weil's doch so langweilig. Weil es geil ist, ja klar. Das ist so witzig anzugucken. Ja, sicher. Da kommt da so ein 10-jähriger an und sagt, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Ah, und dann sag ich mal, Junge, mach den Milchbart weg. Das ist doch wahr. Oh, mach
den Müll spart weg, geil. Nee, also altes Live ist sogar nicht meins. Da gibt es auch aber wieder sowas wie wir hier jetzt spielen. Zwar nicht mit Zombies, ich glaube, die darf man, oder es gibt mittlerweile eine Zombie-Mod, aber genauso mit Base-Building und sowas. Und das halt eben in Arma 3 mit diesen modularen Waffen aufsetzen und hast du nicht gesehen. Also, das ist richtig, richtig geil. Okay. Ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt, die Days Epoch-Mod oder die ursprüngliche Mod läuft da so ab, dass du zufällig Gegner um dich rum spawnst, beziehungsweise Drohnen, und wenn diese Drohne dich sieht, dann spawnt sie permanent, wenn du sie nicht abschießt oder nicht früh genug abschießt, eine Gruppe von bis zu 3 NPCs, die je nach Schwierigkeitsgrad ziemlich reinhauen, und die laufen dir dann nach und versuchen dich zu töten. Und wenn du die platt machst und die Drohne aber nicht platt machst, dann spawnt die Drohne immer wieder neue. Oha. Das ist richtig cool. Das hat was. Da hat man ja genug zu tun. Ja, du läufst halt rum und hörst wirklich, ob du irgendwo eine Drohne hörst. Die sind zwar total leicht abzuballern, also mit einer... Ich glaube, gibt es da eine Armbrust? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall sogar mit einer kleinen Pistole oder sowas. 1 oder 2 Schuss und dann ist die Drohne weg. Du musst sie halt sehen, bevor sie dich sieht. Ja. So, jetzt habe ich hier aber noch eine große Wand. Was mache ich denn daraus? Du kannst eine Garage setzen und draußen versuchen anzubauen. Wir haben überlegen, Garage, wo du eine... Tor herstellen kannst. Zum Beispiel. Okay. Und da eben schauen, wo du eine Garage hinhaben wollen würdest. 2 Lamba fehlen. Bestimmt 2 Dingsbumsens auch noch. Dann nehme ich die. 2 Dingsbumsens? Plywood, achso, ja. Okay. Ja, dann nehme ich die nämlich gerade auch noch mit. Ja. Ich bin ja schon dabei, für Nachschub zu sorgen. Da haben wir nicht mehr viel von. So, also ich finde es toll, man jetzt bei mir auf dem Stream sieht man ganz viel holzhackmäßig. Ja, schön. Ja. Wo könnte man jetzt taktisch Garage herrschen? Ballern, so, gucken. Warum krieche ich denn so? Weil du dich hingesetzt hast. Denk übrigens an dein Essen. Ist noch okay alles. Gut. Ich wollte nur sagen, dass du das auch wieder vergessen hast und du gleich umfällst, weil wegen verhungert. Oder verdurstet. Nein. Sehr gut. So. Ich würde sagen, hier irgendwie daneben. Das sieht doch gut aus. So. Dann, Garagentür. Jetzt muss ich trotzdem zum Workshop. Apropos Tür. Du hast mich ja wieder auf Heinz Bäcker gebracht. Du Fischkopf. Ich habe mir die Folge angeguckt, ich glaube Staffel 2 war das, wo sie in Urlaub fahren wollten, alle drei. Beziehungsweise nicht in Urlaub, sondern zu dem Geburtstag. Kannst du dich erinnern? Geburtstag vom Onkel oder sowas. Kann gut sein, ja. Hocken sie im Taxi und haben andauernd irgendwas vergessen. Und Heinz erzählt dem Taxifahrer von wegen, was er alles gemacht hat und sowas. Von wegen Faxgerät und Mobilfunk und Funk und so ein Scheiß. Das ist so witzig. Und der Taxifahrer so, oh. Und dann hocken sie da 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann am Schluss fahren sie doch nicht weg. Stimmt. Die wollten irgendwo hin und dann, ja. Ja, okay, und Hilde hat sich im Datum geirrt. Hilde hat sich im Datum geirrt und sagt dann so, ach nee, Heinz der 20. oder der 18. oder so irgendwas. Nee, genau, Heinz hat gesagt so, ah, heute ist der 18. definitiv, das weiß ich. Und Stefan hat gemeint, ja, wann sie am Sonntag zurück sind, weil der Kollege hat am 20. Geburtstag. So, also, ich habe hier Wood Garage, Garage Door bauen, geile Übersetzung, und Garagentor herstellen.
Jetzt bin ich mir unsicher. Mach mal Wood Garage Door Way. So, also gut. Sieht gut aus. Das This is called a Scheunentor. Und denk dran, du guckst, also die Außenseite dessen, was du baust, guckt in deine Richtung. Ja, ja, ja. Ich baue das so. Guck einfach immer auf den Boden. Wenn du in der First Person bist, kannst du mit Enter in die Third Person gehen. Da siehst du das wahrscheinlich besser. Third Person. Sehr gut. So sollte das klappen. Das kann auch klippen, das ist Epoch scheißegal. In den Stein hinein. Ja, ja. Du solltest nur gucken, dass nicht der befahrbare Bereich in den Stein reingeht. Ansonsten ist das nicht gut für die Karosserie. Hab ich mir sagen lassen. Okay, ja, das macht Sinn, ne? Ja, so ein bisschen. Okay. Hallo? Setzen! Leertaste drücken. Leertaste, hab ich doch gesagt? Space. Aber du hast sie nicht gebaut. Nee, irgendwas ist gerade schief gelaufen. Nochmal, so. Willkommen zu Arma 2 Epo. Kann es sein, dass du es gerade schon bereust, die Standalone auf Halde gemacht zu haben? Nein. Alles gut. So. Sehr schön. Dann freut's mich, wenn es Spaß macht. Kann ich bauen? Hallo? Ja, so. Hier kannst du bauen. Ich kümmere mich gerade um Plywood. So, hier kann man auch schon die Open Door machen. Yay, yeah, jetzt brauche ich aber noch eine Mauer und ein Dach. Geht das? Ja, ne? Na, natürlich. Du musst einfach nur noch ein paar große Mauern bauen. Und für das Dach benutzt du die Floors. Da müssten wir, glaube ich, so ein oder zwei Stück noch haben. Wir sind nämlich über gewesen von meinem Bodenbau oben. Ja, habe ich schon gesehen. So, also. Und auf die Garage kannst du dann natürlich auch wieder bauen. Also du kannst quasi ein zweites Stockwerk drüber machen. Da haben wir sogar eine kleine Türe. Mhm. Und ein Fenster. Nehmen wir eine an. So. Close the door. Ein Zombie. Ja. Ich. Woher Ink? Ich eile. Ich leg mal jetzt die Waffe rein, weil, ja, das nervt die ganze Zeit, wenn man hier baut. Da. So. Wieso liegt denn da ein 10 Unzen Gold drin? Hey, was hast denn du da gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, mein Kettlef auch weg. Ja. Wo ist der Kopf? Wenn man Wo hier. Piu. Oh. Dann eine Mauer hier. Doch nicht der Kopf. Das sitzt. Gut. Du bleib gut. Ja, bleib gut. Ist gerade ein bisschen Mangelware, glaube ich. Aber es müsste 50 Holz da sein. Also im Zweifel, wenn ich mit dem Plywood machen nicht hinterherkomme. Nimmst du dir einfach Holz. Ich glaube, zwei Holz, ein Plywood. Aua. Was ist los? Du. Nicht krank werden. Wir haben kein Antibiotika, glaube ich. Ich war schon krank. So. Eine Workshoppe benötigt. Eine was? Ja. Ein Workshop. Achso. Mauer herstellen. Es fehlt noch zwei Woodwall. Was? Willst du nicht drei Mauern für eine volle Wand. Okay. Du machst quasi immer Drittelwände und drei Wände geben eine große Wand.
Okay, dann nochmal, wenn es Spaß macht. Naja, sie ist positiv. Du lernst wenigstens, wie man baut. Ja. Wenn du mit dem Stream heute fertig bist, träumst du von Epoch-Bauteilen, von Viertelwänden, von Achtelwänden, von Dreivierteltüren. Musst du deinen Freund vorwarnen. Von wegen so, wenn ich irgendwie sage, von wegen Plywood und Lumber und dann, ich denke von Epoch. 1, 2. So, du. So, 10. Und mir wird es gerade ein bisschen knapp mit Essen, aber ich müsste ja noch was haben. Bei mir ist noch alles gut soweit. Gut. Ja, ich bin ja auch 4 Stunden länger auf dem Server. Okay. Muss ja noch den Stream ausstechen und schoben. So, Woodwall. Bauen oder Holzmauer erstellen. Was ist das für ein Müll? Ja, der hat alles übersetzt, aber so ein bisschen teilweise halbwegs. So, also Woodwall bauen, ne? Ja, ja. Gut. Das sollte eigentlich dasselbe sein. Also ich weiß nicht, warum der... Nee, das ist die falsche. Das ist ja nur so eine Viertelwand. Du brauchst so eine ganz große. Okay. Eskappe. Eskappe? Holzmauer. Hast du Findet Nemo geguckt, oder was? Ich liebe Findet Nemo. Nee, habe ich nicht geguckt, aber... Ja, dann musst du dir Findet Dory angucken. Daher kommt's. Ja, ich weiß. Was steht denn da? Eskappe. Komisch, das klingt ja wie das englische Wort für Escape. Notausgang! Ja. So, große Mauer herstellen, wa? Oder Woodwall. Hallo? Ja. Große Mauer, ne? Ja. Wenn das da steht, also auf jeden Fall. Dann und du drei normale Mauern baust. Ich weiß nicht, warum der das überhaupt übersetzt hat. Also. So. Du. An dieser Stelle, es tut mir sehr leid, dass ihr bei mir permanent nur Holzhacken und Woodpile in Lumber rummodeln seht. Aber ja, Madame will bauen. Muss ja halt so sein. So, wir sind aber jetzt auch schon bei 23 Minuten, falls du unterbrechen willst. Ja, nee, lass mich gerade erstmal noch die Mauer. Ja, ich muss sowieso, würde gerne den Bauvor- oder den Craft-Vorgang zu Ende machen. Und in der nächsten Folge dann eventuell mal mit dem Helikopter unterwegs sein und gucken, ob wir Codelocks kaufen können für die Tür. Ach ja, ja. So, jetzt weiß ich nicht, jetzt sehe ich das nicht, ob ich das richtig ranbaue. Warte 4 Woodpiles und dann komme ich rüber und sag's dir. Ja. Muss ja auch gut aussehen. Richtig. Ja, du, da sagst du mir nichts Neues. Wir haben immer nach Optik gebaut. Zwar grundsätzlich nach Effizienz, aber gut aussehen muss es auch. Und das sieht erstmal ganz gut aus. Gut, dann setze ich die ab. Du hättest noch ein Stück rausgehen können. Ja? Ja. So. Brich ab. Okay. Weil du hast die ein bisschen so gebaut, dass die hier vorne an der Tür noch mit reingeht. Moment, da ist ein Zombie. Ich würde dir empfehlen, pass sie immer so an, dass du... dass du den Clipping nach außen hast. Und dann ist er auf jeden Fall weit genug. Aber was ist denn mit dir los? Achso, der ist nur noch ein Stück weiter gegangen. Dass du das Clipping nach außen hast. Und geh dann einfach nur so einen kleinen Schritt nach vor. Wenn du X drückst und dich hinsetzt. Was ist Clipping?
Was meinst du damit? Naja, dass du siehst ja hier erstmal nur den Schatten. Also diesen Blueprint, sag ich mal. So, und wenn der hier vorne rausguckt, an der Ecke von der Tür, also zu dir zu. Zu dir zu rausguckt, dann weißt du, dass er am äußeren Ende ist. Und dann kannst du noch ein kleines Stück reingehen, dass er nicht mehr zu sehen ist und dann ist er perfekt platziert. So, so. Mache ich das immer. Kannst du mal gucken? So in Ordnung ist? Geh noch einen Schritt zurück. Stopp. Ja, so ist gut. Sehr gut. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, genau. Ich wollte gleich noch... So. Dann haben wir 26 Minuten. Dann würde ich sagen... Und ich bin fertig. Du bist fertig. Sehr gut. Dann haben wir erfolgreich ein bisschen was gebaut. Ja. Und ich für meinen Teil würde sagen, ich verabschiede mich dann für YouTube. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch was. Und für den Stream sage ich, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.